Ja, ist natürlich auch für mich ein spezielles Thema oder ein schwieriges Thema. Serge ist ja nicht nur auf dem Platz wichtig für mich, Serge ist mein bester Freund. Deswegen hoffe ich natürlich aus persönlicher Sicht, dass er bleibt. Wie gesagt, nicht nur aus sportlicher Sicht, weil wir uns auf dem Platz gut verstehen, sondern vor allem auch, weil wir uns neben dem Platz gut verstehen. Aber am Ende des Tages, gerade weil er so ein guter Freund von mir ist, ist es mir sehr, sehr wichtig, dass er für sich eine Entscheidung trifft, mit der er zufrieden ist, von der er am Ende dann sagt, dass es die richtige Entscheidung war. Und diese Entscheidung muss dann er treffen. Ich glaube, er weiß, was er am FC Bayern hat, wie wichtig es auch ist, dass man jeden Tag in eine Truppe kommt, wo es Spaß macht, Fußball zu spielen. Ich glaube, bei uns hat er auch jedes Jahr die Chance, um alle Titel mitzuspielen. Hat er ein Umfeld, wo er sich wohlfühlt. Und trotzdem ja, muss er entscheiden, was ihm am Ende des Tages, ja, was ihm wichtig ist und was er möchte. Und egal wie die Entscheidung ausfällt, hoffe ich einfach, dass er dann am Ende da sitzt und sagt, das war das Richtige.